Unter einer Stunde geschafft? Akt 3. Ach, Akt 3, oh. Nee, das sind. Herrischer Nephalem, wenn der Seelenstein in das Fleisch. Wieso kommen da brennende Ketten? Dann werden die Seelen in mir vereinigt sein. Ich werde die Summe aller Höllen sein. Das oberste Übel. Ich glaube, der steht so auf brennende Ketten. Das die, tut er sich wahrscheinlich immer um seine Schwabbelbrüste da so rum. Was in der Hölle? Arroganter Neb. Boah, spannendster Bosskampf, boah. Los. Bevor was passiert, danke. Nein, jetzt können wir überspringen. Wir haben es geschafft. Schnell, Lea. Fang Asrodans Essenz im Seelenstein ein. Kann man wer hat auf die Seele geklickt? Es ist vollbracht. Ich habe es niemals zu träumen gewagt. Alles Böse in diesem Stein gefangen. Okay, Diablo 3 ist zu Ende. Sobald er zerstört ist, wird der ewige Konflikt endlich ein Ende finden. Diesen Stein zu zerstören ist keine einfache Angelegenheit. Rituale müssen beachtet werden. Wir müssen zur Festung zurückkehren und die letzten Vorbereitungen treffen. Ich muss erstmal mein Loot gucken. Ich brauche erstmal mein Loot, bevor wir zur scheiß Festung zurückgehen. Erstmal überall liegt so schön Gold und sonst was in der Mitte einfach so ein paar Strahlen. Alter, hat zwei legendäre Gegenstände, drei legendäre Gegenstände. Verrückter Schiede. Verrückter Schiede. Einfach keinen Platz mehr im Inventar, um die Gegenstände aufzusammeln. Nein. Kannst du mir geben? Ja, okay. Ja, sammeln wir mal die schlechten Gegenstände auf, die ich seit Jahren im Inventar habe. Du. Eure Gegenstände werden unzerstörbar. Cool. Ich würde sagen, ich habe eine neue Waffe. Ich muss zurückkehren. Die askanische Streitaxt. Ja. Gut. Ah, nicht ansprechen, nicht ansprechen, nicht ansprechen, böse. Jo. Part 29. Nun, Martha, dieser Dämonenfürst ist tot. Nun, Martha, dieser Dämonenfürst ist tot. Geil. Geil. Wo seid denn ihr, Bimbos? In der Stadt. Ach so, seid auch in der Stadt? Ja. Wo ist jetzt der Lord? Ach, der ist an der Kiste. Der geistert irgendwo da rum. Der ist... Der Geist begeistert an der Kiste herum. Rittermark. Der ist aber besser als mein Gold, ne? Kraftbefehl. Also MC Holper ist schon zu viel, aber Haftbefehl, oh Gott. Tja. MC Holper. Dann spreche ich mal mit Lieutenant, okay? Ja, okay, ich spreche mal mit dem Lieutenant. Ein unglaublicher Sieg. Ich habe doch gewusst, dass Asmodan gegen jemanden wie euch keine Chance haben würde. Wo sind Adria, Lea und Tyrael? Sie sind alle in der Waffenkammer, wo sie zweifellos feiern. Ihr solltet euch zu ihnen gesellen.
Okay, let's go. Warte. Ja, lassen wir ihn weg. Warum ist er Blut? Das ist die beste Party, die es gibt. Oha, Ereignis. Triumphale Rückkehr. Was? Wer kehrt denn da zurück? Etwa der Zillord. Adria. Oha, der kriegt er noch. Habt ihr euch entschieden, uns zu verraten? Nein, sie hat den kriechenden Typen getötet. Wollte ich doch tun. Nach Tristram. Aber Aiden, Leoriks ältester Sohn, bezwang diese Macht und versuchte, sie in sich selbst zu binden. Der dunkle Wanderer. Es war Diablo, den ich in seinem Inneren sah. Und ich gelobte, ihm zu dienen. Nun endlich ist sein großes Ziel zum Greifen nah. Liebe Lea, Deckard hat es immer vermutet. Dein wahrer Vater war Diablo persönlich. Und nun, meine Tochter, wirst du ihm als sein Gefäß dienen. Ich lebe. Aber ich bin mehr, als ich einst war. Die sieben Übel sind nun eins in mir. Ich bin das oberste Übel. Oha, ich bin Super Saiyan 6. Gut gemacht, meine getreue Adria. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Und nun zu meinem wahren Ziel. Das eine, das sich mir immer entzogen hat. Die vollständige Zerstörung. Der hohen Himmel. Das ist... Kartoffel, was macht euch, Mann? Kartoffelkönig? Ja. Akt endet in 29. Ja, gleich Ende. Bin schon am Film gucken, alle. Psst. Selbst inmitten des Himmels können Engel Angst spüren. Oh nein, er verliert Licht! Holt einen Sunny!
Akt 4. Adria hat uns verraten. Und Lea ist verloren. Aus ihrem Körper wurde Diablo als das oberste Übel wiedergeboren. Die Mächte der Hölle sind ihm untertan. Und die Himmel ächzen unter der Last der Verderbnis. Ich werde diesem Übel ein Ende setzen. Ein für alle Mal. Wow. Diablo macht ja mal so Catwalk, so auf dieses Tor zu. Also ich finde, der Diablo ist mehr so Freezer 3.0. Nein, das ist der Moment, erinnert mich wieder so an Nappa. Was? Du hast mir einen Kratzer gemacht? Dafür töte ich dich jetzt! Ihr wollt Diablo doch nicht etwa erneut gegen. Doch baut einfach mal so Imperius mit dem Mittelfinger. Eure Wunden sind kaum verheilt. Aber sowas kann ich auch machen. Ich kann auch gegen Türen schreien und dann brechen sie einfach zusammen. Und ihr, Nephalem, werft einen Blick auf das, was euresgleichen angerichtet hat. Natürlich sind wir erstmal schuld. Das Diamanttor gab es schon, seit das erste Licht die hohen Himmel berührte. Asgard. Nun liegt es in Trümmern. Imperius hat recht. Ich bin der Grund dafür. Das ist Diablos Werk. Ihr habt getan, was ihr konntet, um diese Zerstörung zu verhindern. Vor langer Zeit stimmten meine Brüder und ich über das Schicksal. Der Lord verstürzt für dich. Meine Stimme gab den Ausschlag. Da hab ich da hingelegt, den hat Foxy auch schon wieder hingelegt. Ausrottung zu bewahren. Also. Und verkaufen. Jetzt hat die Menschheit das 4 Millionen. Oberste Übel hervorgebracht. Tyrael, ihr habt an uns geglaubt. Seid zu einem von uns geworden. Nun müsst ihr als Sterblicher leben und eure Furcht gegen Hoffnung tauschen. Erzählt, hat immer so weise Worte. Selbst Mitleid, wenn ihr wollt. Ich werde weitermachen. Ihr versteht das nicht. Hoffnung wurde zum Schweigen gebracht. Oh. Ey, warte, das ist aber neu. Was? Seit wann habe ich denn unten da ein... Ja, ein... Zubehörmenü, ist das neu? Unten rechts. Kleine Spiegel. Ich habe jetzt hier kein Spiegel. Es wird das letzte sein, was du sehen wirst. Iskatu, vernichte die Nephalem. Ich fürchte euch nicht, Nephalem. Ihr werdet nichts als den Tod in diesem ewigen Reich finden. Der sieht doch voll aus wie so ein Hund. Muss er denken. Kommt so ein Hund hergesprungen, greift dich so an. Dann glaubt ihr, brauchen wir dafür eine halbe Stunde so? Vielleicht. Ja, aber nach dem 8 machen wir mal eine Pause. So. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir was die 5 machen sollten. Warum? Die Armeen der haben wir 2 Akte gemacht. Ja, dann sind wir doch komplett los. Ja, aber der 5. ist der längste. Also der zweitlängste, wenn dann. Nee. Oder 10 Uhr. Der leckt zu sehr bei mir. Wer leckt so sehr bei dir? Der 5. Arzt. Echt? Ja. Der bei mir leckt immer alles. Teilweise. Mit Aufnahme, also. Mal geht's. Mal geht's, mal nicht, also. Egal. Außer bei dir leckt der ganze Part, also. Oha! Ja, Diablo ist Oberskiller, schreit gegen so ein Tor und das Tor bricht zusammen. Sowas kann ich aber auch. Ich bin Ithira, Erzengel des Schicksals. Es ist meine Pflicht, alles was ist und alles was sein wird, in der Schriftrolle des Schicksals aufzuzeichnen. Aber ihr, Nephalem, ihr taucht in dieser Rolle nicht auf. Euer Schicksal ist ungeschrieben. Dann werde ich meine Bestimmung in Diablos Blut niederschreiben. Ihr könnt entweder zusehen, wie die gesamte Schöpfung in Flammen aufgeht,
oder mir helfen. Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilen wir uns, Auriel, Erzengel der Hoffnung, ist von Rakanoff, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Ich werde sie finden und den Himmeln die Hoffnung zurückgeben. Der Zillard, der macht das schon. Wir müssen viel wollen jetzt. Oh, und unser Drücker. In meinem Leben habe ich viele Krieger gesehen. Doch nur eine Handvoll von ihnen durfte es wagen, sich der Macht eines Unterdrückers zu stellen. Dieses Monster ragt hoch über dem größten der Barbaren auf. Und führt Waffen aus höllengeschmiedetem Stahl. Sie wurden zuletzt an der Seite Baals während seiner Wiederauferstehung gesichtet. Und hinterließen nichts als Tod und Verwüstung. Gepanzerte Vernichter wurden nicht mehr gesichtet, seit er nur vor hunderten von Jahren aus den brennenden Höllen verbannt wurde. Vorher stellten sie den Großteil seiner Armee. Sie bedeckten das Antlitz des Reiches ihres Herrn wie ein riesiger Heuschreckenschwarm. Sollte der Herr des Schreckens je zurückkehren, so werden sie seine Vorboten sein, fürchte ich. Das einfache Volk von Kanduras spricht oft über Gallenkriecher. Hauptsächlich um widerspenstige Kinder vor Angst in ihre Betten zu treiben. In Fabeln wird behauptet, dass die Kriecher Dämonenbrut sind, welche zu früh schlüpfte. Die Kreaturen ähneln am ehesten einer blutigen, gefräßigen Masse und besitzen einen unersättlichen Appetit auf Menschenfleisch. Also die Himmel sehen so aber auch schon cool aus, muss ich sagen. Und wenn du runter guckst. Kniet nieder vor Zakarum. Hört sich einfach vier. Egal, weiter geht's. Ho. Ho, ho, ho. Warum riecht es hier bei mir jetzt nach Geräucherten? Die räuchern gerade einen Wallner, oder der Wallner räuchert gerade was? Ach so. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich steht jetzt für sein Zimmer in Flammen. Duftet denn hier so gut? Oh, das ist der Wallner. So halb durchgebrannt, also halb durchgebraten steht er so da. Ihr lauft euch frei von den Ketten des Schicksals, Liefalem. Aber alle werden verwirrt und Diablo niederknien. Ich hab Skype auf, Skype, glaub ich schon. Cool. Dann geschrieben. Geschrieben, na sowas. Kann ich aber nicht zurücklassen, ich brich meine Aufnahme ab. Warum muss ich sowas tun oder was? Nur Geduld. Wow, das ist der beste Bosskampf, den ich je gesehen habe. Wegen die Hoffnung. Am Anfang diente Rakanoth an Darien, der Herrin der Quark. Ich hab legendäres Beutel. Meine Armeen strömen durch die Hallentore. Die Himmel werden zerstört. Alter! Heiß so OP sind die Gegenstände, die ich bekomme. Ohne Alter. Ohne Sinn. Nein, ohne Sockel macht der schon mehr Schaden als mit Sockel, die andere Waffe. Aber ohne Sinn bei dir. Waffe macht 600 Schaden generell. Ohne Sinn. Hab Dank, Nephalem. Ich schreib mal bei mir. Ich hatte gehofft, dass die Schrift. Was? Diablo brachte Verzweiflung über die Himmel. Doch nun herrscht wieder Hoffnung. Ich glaubte, Tyrael würde danach zu uns zurückkehren. Doch er bleibt verschollen. Ich muss weiterkämpfen und Diablos Höllenportale zerstören. Allein.